Los geht's mit der EZI-DAB, Blackbox von Alpine, endlich DAB Plus Empfang. Und zwar für jedes Autoradio mit einem AUX-In-Anschluss, wo man also Ton einschleifen kann, weil alles andere macht nämlich hier die Blackbox von dem ganzen Gerät und das Bedienteil. Das Bedienteil selber hat einen Halter mit dabei, den kann man wegmachen, anders montieren, wie man mag. In dem Fall würde ich jetzt einfach mal pauschal das Ding so ein bisschen anstecken und daherstellen, damit man es zeigen kann. So, das kann natürlich mit dem Doppelkleber irgendwo aufs Armaturenbrett geklebt werden. Dabei ist dann auch die ganzen Verlängerungen, weil nämlich die Blackbox hinterm Armaturenbrett bzw. hinterm Radioschacht oder hinter dem Handschuhfach montiert wird, also unsichtbar, weil es sind ja die Verlängerungen dabei, ein USB-Verlängerungskabel mit 1 Meter, wir haben noch ein AUX-In-Verlängerungskabel und wir haben natürlich die Antennenkabel-Verlängerungen mit dabei, weil wir schließen das Ganze jetzt mal hier provisorisch an der Werkbank an, um zu zeigen, wie der Anschluss mit dem Gerät funktioniert und wie sich es nachher bedienen lässt. Im Lieferumfang nicht mit enthalten ist die Antenne KAE225DA, die gibt es da dazu, die muss man dazu kaufen. Das ist nachher die DAB-Antenne, weil ja, wer DAB hören möchte und noch kein DAB, sondern nur UKW im Fahrzeug drin hat, hat natürlich das Problem, er hat auch nur eine UKW-Antenne auf dem Dach. In dem Fall müssen wir einfach noch eine DAB-Antenne nachrüsten, so schaut das aus. Das ist eine Antenne, die wird jetzt von Alpine geliefert. Das ist eine reine eine Folienantenne, so dass man die im Prinzip an die Frontscheibe aufklebt. Die sollte dann möglichst 10 cm weit rechts vom oder entfernt von der A-Säule montiert werden, senkrecht. Und dieser Metallstreifen, der soll auf die Karosserie geklebt werden, sodass hier Kontakt mit der Karosserie entsteht. Das wird bloß abgezogen und hier ist ein Metallstreifen und der muss zumindest mal irgendwo eine Fläche haben, wo er direkt mit der Karosserie Verbindung hat. Ohne Lack dazwischen, also den Lack eventuell ein bisschen abkratzen oder abschleifen, dass man halt da drauf kommt aufs Metall. Das Kabel ist dann auch so lang, dass man es direkt von der Windschutzscheibe runter zum Autoradioschacht ziehen kann, beziehungsweise bis zu der Box und die entsprechend dann ansteckt. Und das ist genau der Anschlusspin hier. Damit hätten wir jetzt die Antenne, die DAB-Antenne schon mal angeschlossen. Wir stellen uns das jetzt einfach mal so vor. Im Versuchsaufbau kommen wir auf die Antenne gleich nochmal zurück. Wir haben zur Demonstration hier einen Alpine CDE123R installiert in unserer Vorführbox, damit man auch hinten genau sieht, was wir eigentlich mit den Kabeln alles machen. Momentan ist jetzt hier einfach nur eine Antenne mit angeschlossen, konventionell, wie man es kennt, UKW-Empfang, Langstabantenne, Teleskopantenne, gibt es natürlich die unterschiedlichsten Varianten. Und die ist ja in der Regel auch wie im Auto, hinten einfach kommt die Antenne aus dem Schacht raus, die schließe ich am Autoradio an. Das wäre der Normalfall. So, jetzt müssen wir aber, wenn wir die DAB-Antenne installieren, wir dürfen eins nicht vergessen, UKW hören wir ja eventuell trotzdem, da wo zum Beispiel kein DAB-Empfang möglich ist, schaltet das Gerät auch sofort, wenn ich den Sender höre, auf den UKW-Modus wieder um, sollte DAB nicht empfangbar sein. Also dürfen wir natürlich die UKW-Antenne nicht einfach nur abschließen und alles auf DAB umtrimmen. Wir müssen jetzt Folgendes machen, wir nehmen die Antenne, wie sie aus dem Auto kommt, und fahren erstmal in die Box rein, und zwar bei FM Antenna In. Und jetzt haben wir ein kleines Verlängerungskabel mit dabei, im Lieferumfang vom EZI-DAB. Und das können wir ebenfalls auf Antenna Out anschließen und fahren damit wieder in die ursprüngliche Antennenposition vom Autoradio. Damit haben wir jetzt unseren EZI-DAB in unsere UKW-Antenne eingeschleift und damit kann jetzt über das Antennensignal entsprechend gewählt werden zwischen DAB und UKW. So. Wenn also die Antenne soweit angeschlossen ist, schließen wir einfach unser Display mit an, das wir ja irgendwo bereits installiert haben. Das nennt sich hier Controller, passt auch vom Stecker nur da rein und damit haben wir unser Bedienpad jetzt angeschlossen und jetzt müssen wir noch schauen, dass unser Sound, den ja dieses der EZI-DAB, blöder Name, aber werden wir uns schon dran gewöhnen,
den Sound, den der ausgibt, müssen wir hier vom Line-Out eben entsprechend verlängern, kommen irgendwo, jetzt mache ich es einfach mal symbolhaft hierher, irgendwo raus. Und manche Radios haben ihren Aux-In direkt an der Front, manchen haben hinten dran. Da stecke ich den dann einfach ein. Schaut jetzt hier ein bisschen banal aus, aber schließlich ist es ja auch eine zusätzliche Option, die einfach installiert wird. Lässt sich auch nicht anders bewerkstelligen als über den Aux-In. Damit haben wir das Ganze jetzt angeschlossen, was die ganzen Signalleitungen betrifft. Jetzt braucht das Gerät noch Strom. Und das machen wir in dem Sinn so, dass wir den auch einfach hier bei Power In anschließen. Den Stecker passt auch bloß so. Und jetzt machen wir es ähnlich wie bei der Antenne. Wir schleifen uns einfach nur dazwischen. Und zwar machen wir jetzt den ISO-Anschluss von unserem Autoradio weg, fahren erst in den Anschluss rein. Dieser Adapter macht nichts anderes, als einfach die Kabel sich wegzunehmen, das der EZI-DAB braucht. Und einfach nur alles andere weiterhin durchzuschleifen, so dass ich jetzt im Prinzip das Ding nur zwischen reinstecke und mein Radio wieder funktioniert und auch hier bereits die Funktion von dem Display sichtbar geht, weil jetzt steht bereits Alpine drin, unsere DAB-Antenne, und die ist sehr empfindlich, also wenn die nicht richtig funktioniert, dann haben wir natürlich auch keinen Empfang. Das ist das Herzstück, damit wir richtig guten Empfang haben. Also ich bitte euch einfach hier die Regeln einzuhalten, Masse auf das Band zum Tun. Hier im V4-Studio tun wir uns ein bisschen schwer. Wir nehmen das jetzt einfach und kleben das mal mit auf die Masse von der bisherigen Antenne. Stellt euch vor, das wäre jetzt die Windschutzscheibe. Und wir kleben das hier drauf. Und jetzt haben wir unsere Antenne hier drauf. Wir können über den EZI-DAB auch einen USB-Stick anschließen oder über den USB-Eingang auch noch zusätzlich meinen iPod zum Beispiel oder natürlich auch jede andere Musikquelle über den Aux-In-Klinkenanschluss. Alles liegt hier mit dran. Wir müssen es nur entsprechend ins Handschuhfach reinlegen, damit wir die Anschlüsse haben. Und wir schließen jetzt einfach mal unseren iPod mit über den USB mit an. So. Der wird dann auch hier gleich geladen. Ist der iPod mal richtig angeschlossen, geht er in Musikmenü, automatisch zeigt er an, Zubehör angeschlossen, weil ich kann nämlich jetzt hier über die Drehfunktion mir auswählen, nach was ich zum Beispiel suchen mag. Hier zum Beispiel nach Alben, mache ich Klick auf den Button drauf, suche mir diese verschiedenen Alben raus und sage, okay, Best of Black im Sommer, dann zeigt es mir die ganzen Titel an, die da drauf sind. Das geht also auch alles relativ zackig hier und sag, okay, den Titel möchte ich gern hören, und damit schaltet das Gerät hier schon um und bringt mir den Ton vom iPod und kann eben hier über diese Taste oben, über die Home-Funktion, immer die verschiedenen Optionen abrufen, was ich eben dann hören mag. Ob ich Radio umschalten mag, USB oder AUX. Und das funktioniert eigentlich relativ einfach und schnell. Ach, wie herrlich, ach, wie herrlich. Jetzt sitzen wir halt draußen bei uns in Kempten auf dem Outlet Store Parkplatz, weil wir haben hier draußen nochmal alles aufgebaut. In unserer Halle, wir kommen ja aufgrund unserer Stahlkonstruktion des Gebäudes echt einen so beschissenen Empfang. Jetzt haben wir gesagt, wir gehen raus, wir bauen hier nochmal alles auf, genießen die Sonne, und ich habe jetzt sogar noch gleich den Test von der aktuellen Ausgabe K und HiFi 4 2012, den Test gerade noch rausgesucht. Es ist nämlich ein besonders gut und umfangreich getestetes Ergebnis hier draußen, und zwar mit dem Sieg 1.1 für Pure und für Alpine. Das sind im Prinzip die baugleichen Geräte. Von Pure gibt es das Gerät nochmal mit einer anderen Antenne mit dabei und von Alpine eben Alpine gelabelt. Und so, und jetzt haben wir hier draußen tatsächlich richtig geilen Empfang. Wir haben jetzt hier Radiosender wie ORN 3 und Radio Galaxy als DAB-Version oder eben auch die Rock-Antenne. Zurückspulen tue ich, indem ich die Back-Taste während dem Radiobetrieb nach hinten klicke, und es zeigt mir oben rechts im Bild an, wie viele Sekunden und Minuten ich jetzt zurückgegangen bin, und kann mir also
das wieder anhören, was bereits vor 3 Minuten lief. Und es läuft einfach im Hintergrund, laufen jetzt bereits schon wieder die nächsten 15 Minuten an Speicher. Also ich finde sowas klasse. Das Display an sich, jetzt ist Sonne wieder weg, jetzt können wir die Sonnenbrille wegmachen. Das Display an sich lässt sich auf verschiedene Farben von der Tastenbeleuchtung einstellen. Und zwar zwischen Weiß, Rot, Grün, Blau und Amber. Also Bernstein für zum Beispiel BMWs. Also damit lässt sich auch das Display hervorragend in jedes Auto installieren und anpassen. Es ist natürlich jetzt eine Frage des Geschmacks, so ein Display separat nochmal zu installieren und zu sagen, ja, es muss natürlich irgendwo hin im Cockpit, bedienerfreundlich irgendwo in meiner Griffnähe. Und ich muss auch im Prinzip dann von hier aus ablesen, was ich gerade höre und was der Sender jetzt zum Beispiel bringt. Man kann auch noch beim Radio das Ganze so einstellen, dass dann auch der Text nochmal mitkommt. Das also, gehen wir mal gerade auf Rockantenne. Und die lassen dann auch immer noch mal einen Radiotext mitlaufen. Das läuft dann auch noch mit hier rein. Und rechts oben ist die Feldstärke von dem Sender, der gerade zu empfangen ist. Ja, und wie gesagt, fahre ich mal durch die Gegend und ich habe keinen DAB-Empfang mehr, schalte das Gerät bei dem Sender, den ich höre und den es dann auch als UKW-Version gibt, automatisch auf UKW um und ich kann den Sender natürlich problemlos weiterhören. Also ich würde sagen, wer einen Autoradio im Fahrzeug drin hat, der irgendwie mit AUX ausgestattet ist und dem es nichts ausmacht, so ein kleines Teil im Armaturenbrett mit installiert zu haben. Und man muss natürlich auf DAB Plus stehen, aber was in Zukunft auf jeden Fall kommt und eine saugeile Qualität an Ton wiederbringt und Möglichkeiten, der ist mit dem GZI DAB von Alpine super gewickelt. Und die Anleitung ist natürlich auch im Lieferumfang mit dabei. Nochmal ein paar Installationstipps, wobei ich euch ja im Prinzip jetzt hier schon mal gezeigt habe, was eigentlich zum Anschließen ist. Also furchtbar einfach eigentlich, außer ein paar Verkleidungsteile vielleicht für die A-Säulenverkleidung wegzumachen, wo dann die DAB-Antenne installiert werden muss. Aber im Großen und Ganzen muss man sagen, es ist relativ easy zum Installieren und die Bedienung ist natürlich auch sehr einfach. Also, wen es interessiert, DAB Plus ab sofort für alle Radios mit AUX-In-Anschluss erhältlich bei aas24.com. Danke fürs Gucken!